So, es gibt heute Sonntagsgrüße am 11. April. Wir haben 12 Uhr und hier ist Christine und Wolfgang. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ihr seid in einer halben Minute dran. Monika macht den Schwenk mal ein bisschen hinten über die Bucht von der Son Moll. Und ich muss euch sagen, es ist trotz der komischen Situation, die man uns gesagt hat, es soll Regen geben, ein bisschen bewölkt. Bei uns hätten wir Schäfchenwolken, aber es ist toll. Es ist ein prima Klima. Wie zwei hier, wie fühlt ihr euch? Wir fühlen uns hier sehr wohl. Hervorragend. Bei uns zu Hause sind sie alle am Motzen, dass wir geflogen sind. Aber ich kann nur jeden raten, nach hier zu kommen. Ich bin hier sicherer als wie zu Hause. Hör mal, seit wann seid ihr denn hier? Seit gestern. Wo seid ihr untergekommen? Wir sind in La Perla Negra. Ah, okay. Gut. Da sind wir sonst jedes Weihnachtsfest sind wir bei denen. Im Sommer sind wir in Colomba. Ja. Wir haben unsere Stammhotels. Ja. Wir haben jede Menge Freunde hier. Wir sehen uns auch so in Abständen. Und, Ihr seid Urlauber mit Herz, die ganz immer wieder. Genau, ich liebe die Insel. Ja, wo wollt ihr auch sonst hin? Genau. Hör mal, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Ich gehe mit Monika jetzt nochmal einen Blick vorne auf den Bereich von der Bucht zu werfen. Aber schön, dass wir euch getroffen haben. Wir wünschen euch ein paar angenehme, tolle Tage hier. Es ist etwas Leben eingekehrt. Der Einbruch, der nach Ostern prognostiziert worden ist, hier von den Besuchern her, der ist nur bedingt eingetroffen. Ein paar Lokale haben geöffnet. Wir versuchen uns alle mit der Maskenpflicht. Ihr seht das ja hier bei den beiden auch. Man und kann bei vielen nicht anderen. Und nicht verdursten. Nein. Genau, ihr werdet also nicht verhungern und nicht verdursten. Es gibt ein paar schöne Sachen, die man trotz alledem erleben kann. Nochmal an dieser Stelle einen schönen Urlaub, Monika. Wir machen hier mal einen Schnitt. Alles klar. Und tschüss zusammen. Freut mich, dass ich euch kennengelernt habe. Schön, danke. Ja, wir geben alles, du weißt es doch. Und tschüss. Werde ich weiter verfolgen. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, es kommt hier der zweite Teil von unseren Sonntagsgrüßen. Ihr seht hinten im Meer, wir haben etwas Wellenbewegung. Es ist auch ein bisschen windig. Dadurch sind die Wellen auch da und das Wasser ist ein bisschen aufgewühlt. Einer der Surfer, da gab es gestern Abend schon eine ganze Menge. Der Blick geht hier über den Strand und allen, die in Deutschland oder in Österreich oder überhaupt bei uns in der Gruppe hier auch zugucken, es ist alles hier mehr als entspannt. Hier sind ein paar Leute auf der Bucht, in der Bucht hier vorne von Son Moll. Die bereiten sich ein bisschen darauf vor, vielleicht bei 15 Grad auch ins Wasser gehen zu wollen. Wir haben hier heute eine Tagestemperatur, die liegt eigentlich bei 18, 19 Grad, aber gefühlt haben wir hier teilweise 25. So, es ist Leben wieder reingekommen. Nicht viel, aber es ist Leben mit da. Es gibt Radfahrer hier, es gibt Ausflügler hier, es gibt natürlich auch viele Spanier und Mallorquiner, die mit hier sind. Die haben alle Lust, etwas zu machen, um hier auch den Urlaub oder die Freizeit oder das Wochenende zu genießen. So, das war's von dieser Stelle aus und wir sagen hier mal Tschüss.